Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dan, das ist Playgames Alone. Heute malen wir Loki von Marvel United. Ich habe den Schüler etwas länger da stehen, hatte ihn damals einfach nur Gold grundiert. Und ich würde sagen, wir fangen auch einfach an. Ganz einfach, wie jedes Mal. Die Base in Mechanicum Standard Grey. Das sind halt die Sachen, die ich halt in jedem, wieso ich jede meine Base mache. Aber jetzt müssen wir halt ein bisschen mehr malen hier, weil das Gold nicht so toll übermalbar ist, wie ich im Nachhinein feststelle. Ich würde ihn auch wahrscheinlich nicht mehr in Gold vorgrundieren. Aber gut, das ist jetzt nun mal so. Dann nehmen wir das auch hin. So. Die Base wird danach sowieso wieder noch bemalt. Aber für jetzt reicht das. So. Genau. Machen wir nachher eh nochmal. So, das lassen wir jetzt erstmal schon mal trocknen. In der Zeit, wo das schon mal trocknet, können wir aber schon mal die Haut malen. Dazu nehmen wir erstmal Buckman's Glow. Und malen währenddessen schon mal hier die Haut. Nicht schlimm, wenn man jetzt hier ein bisschen was drüber malt noch. Das können wir gleich nochmal wegmachen und die Fehler beseitigen. Die ersten Farben sind nicht so wichtig. Bis zum Tuschen und dann muss man erst aufpassen. So, der Hals hier. Haben wir das. Dann die Hände hier. So. Die ersten Farben sieht immer ein bisschen, wie soll ich sagen, aus. Oh, bin schon voll gekleckert hier. Da muss man aufpassen, dass ich die Figuren fasse, aber jetzt ist noch egal. Die ersten Farben sind immer so bescheiden aus. Aber mit jeder Farbe, die man halt drauf macht und dann nachher auch vernünftig ein bisschen hoch pusht, wird das immer schöner. Das war bei vielen Figuren so, wo ich anfangs dachte, wie bei Captain Marvel oder hier Scarlet Witch und so. Aber dann nachher haben sie mir echt gut gefallen. So, haben wir das. Ja, bevor wir jetzt hier weitermachen, lassen wir es erstmal trocknen, weil ihr seht, ich bin da schon dran gekommen. Das lassen wir erstmal trocknen. Nachdem das jetzt alles gut getrocknet ist, widmen wir uns den Schwarz. Und zwar hier in dem Anzug in der Mitte. Und die Ärmel. Ja, schauen wir erstmal uns das an. Vielleicht machen wir nachher noch die Hose auch noch schwarz. Zu grün möchte ich ihn eigentlich nicht haben. Aber machen wir erstmal hier schwarz. Natürlich mit Abaddon Black. So. Wahrscheinlich müssen wir da auch zwei Schichten drüber machen, damit das Gold nicht mehr so durchscheint. Ja, machen wir jetzt mal für die ganze Figur und dann schauen wir uns das gleich wieder an. Nachdem das Schwarz jetzt getrocknet ist, habe ich hier die Brustpanzerung, die Arme und natürlich hinten die Haare. Dann werden wir uns das nächste Mal das Grün widmen. Dann nehmen wir Warpstone Glow. Und ich denke mal, Glow, nicht Glow, Glow. Aber ich denke mal, da müssen wir jetzt echt mehrere Schichten nehmen, weil ich denke mal, auf dem Gold wird das nicht gut decken. Dann nehmen wir den Umhang und die Hose. Ne? So, ja, hier sieht man schon bei der Hose, die deckt nicht gut. Da werden wir wahrscheinlich zwei Schichten von machen müssen.
Ja, jetzt muss man langsam ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu oft irgendwo drankommt. Jetzt wird es langsam ein bisschen, ja, hier sieht man schon, ne? Ja, das machen wir jetzt. Da brauche ich hier mehr Sicht und Halt. Die erste Schicht Grün ist drauf und das schimmert ein bisschen durch, aber ich denke mal, ich werde jetzt nichts drüber machen, weil das wird ja gleich noch getuscht. Dann wird das eh etwas dunkler und nachher nehme ich hier nochmal das Grün, um halt hier die Highlights ein bisschen zu setzen. Ich habe mich jetzt aber gegen die grüne Hose entschieden, weil ich finde, das sieht dann irgendwie ja im Verschmilz mit dem Hintergrund hier von dem Umhang. Das gefällt mir jetzt nicht so. Das werde ich jetzt erstmal grau malen. Grau malen, genau, und zwar mit. Hä? Wo habe ich's? Ja, super. Hab die Farbe, da ist sie. Natürlich erstmal mit Mechanic Pump Standard Gray und dann nachher nochmal wahrscheinlich mit Scaven Blight Dinge. Ja, das werden wir erstmal so machen. Und dann nachher natürlich nochmal die Fehler wegretuschieren. Ja, so sieht die Hose jetzt aus. Und jetzt werden wir erstmal die ganze Miniatur tuschen. Dazu nehme ich einfach Agax Earthshade. Einfach wieder, wie immer, ganz dick über die Mini drüber. Genau, so kennt ihr ja, ne? Ganz dick über die Mini drüber. Auch über dem Umhang, dass das hier schön alles verschmilzt. Und natürlich nachher auch über die Base. Ist jetzt egal, wenn es jetzt da was runtertropft. Hier mit Vertiefungen so. Die Schuhe, vor allem hier beim Gesicht und die Hörner. Also ich muss sagen, die Marvel United Figuren, die bemale ich mega gerne. Ich finde, die kann man so schön bemalen und darf so viel rausholen. Also macht mir echt mega Spaß, die zu bemalen. Die werden nachher immer, wo ich sage, wow, gefällt mir sehr gut. Aber ist natürlich halt immer Geschmackssache. Der eine mag den Look nicht. Ich finde ihn super. So, vor allem hier in der Vertiefung muss das schön laufen, dass wir dann nachher schön malen können. So, das lassen wir jetzt erstmal trocknen und dann geht's weiter. Ja, ist jetzt komplett getrocknet. Würde ich sagen, legen wir mal langsam los. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Gesicht an. Erstmal machen wir das Weiße in den Augen rein und dazu nehmen wir das Ulsan Gray. So, genau. Und was wir auch gleichzeitig machen, ist den Kristall bemalen. So. Genau. So erstmal. Dann kümmern wir uns jetzt erst was um die Base. Und zwar mit Mechanicum Standard Gray wieder. Und malen hier so ein bisschen die Steine aus. Genau.
Das machen wir jetzt mal für alles. Genau, das haben wir jetzt. Und die Hose werden wir auch noch mal kurz ein bisschen drüber gehen. Genau. Ja. Dann können wir als nächstes noch mal ein bisschen hier so drüber mit Administratum Gray über die Steine noch mal kurz ein bisschen drüber. Ja, da bin ich jetzt hier ein bisschen drüber, ein bisschen ein paar Kratzer hier sowas drauf gemacht. Jo. Das reicht erstmal so. Dann werden wir uns jetzt mal um den um die Haut noch ein bisschen kümmern. Dazu nehmen wir das Kelien Flechtone. So, einen kleinen Pinsel. Und dann einfach hier wieder wie gewohnt immer. Das Gesicht ist nicht so schön. Muss ich echt sagen, das hat jetzt leider nicht so schöne Details. Naja, ist egal, müssen wir jetzt mit leben. Ja, aber das machen wir jetzt mal und die Hände dann noch dazu. Ja, die Haut ist jetzt erstmal gut, aber hier den Mund, den werden wir noch mal ein bisschen nachziehen und um die Nase auch. Und zwar werde ich was Regen Flash Shade probieren. Mal gucken, ob wir da wieder ein bisschen Form reinkriegen. Ja, es wird schon. Hier noch was um die Nase rum. Jo. Das lassen wir jetzt auch mal nochmal trocknen. Und dann fangen wir mal mit dem Umhang an. Jo. Ja, das haben wir gesagt auch. Jetzt kümmern wir uns um den grünen Mantel mal. Dazu nehmen wir wieder das Warpstone Glow. Und damit gehen wir jetzt dann schön hier drüber und versuchen hier die Vertiefung wie sowas erstmal auszulassen. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt auch zweimal machen, bis der halt sein schönen gedeckten, so sieht man ja schon schön. Jo, das machen wir jetzt mal. Der Umhang trocknet jetzt, so sieht er aus. Im Wahren sieht er besser aus als hier auf dem Bild, auf dem Film. Aber wir müssen jetzt erst mal die Goldrüstung vornehmen, damit das alles noch mal ein bisschen heller wird. Und dazu werden wir erst nochmal hier Retributor Armor nehmen und nochmal die Goldstellen erstmal nachgehen. Ja, fangen wir mal hier an.
einfach her. Die Goldstellen mal nachgehen. So. Genau, das machen wir jetzt mal für die ganze Figur wieder. So sieht das jetzt mit dem Gold aus. Jetzt werden wir das Gold noch ein bisschen hoch, ein bisschen noch heller machen. Mit dem Auric Armor Gold. Und sowas hier wie, ja, genau, einfach noch mal. Jetzt muss man dann natürlich aufpassen, dass man nirgendwo mehr dran kommt, wo man nicht dran kommen soll. So, das machen wir jetzt mal für den Rest der Mini. So, wir nähern uns dem Ende. Jetzt werden wir noch mal die Augen aber dann Black einen kleinen Punkt reinmachen. Hoffen mal, dass das auch wieder klappt. Na komm. Jo, ist okay. Dann hier können wir noch ein bisschen. Schwarz noch mal was reinmachen, so. Jo. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, der Junge. Jetzt haben wir noch eine Sache zu tun, und zwar den Stab. Dafür habe ich das Pylia Glacier. Mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Beim Hulkbuster Arc-Reaktor sah es ja auch ganz gut aus. Kann ruhig hier ein bisschen drauf. Aber hier, das ist schön. Hier oben drauf schön dick ist. Genau. Ja. Und jetzt lassen wir das mal trocknen. Aber bevor wir das noch machen, habe ich hier noch Waystone Green. Das ist halt so eine Kristallfarbe. Damit werden wir hier die Seiten nochmal. Das gleiche gibt es auch in Rot. Aber ich denke mal, das wäre too much mit Rot. Darum nehmen wir das Grün. Einen alten Pinsel. Und dann wird es hier eingeschmiert wie so ein Smaragd. Oder was immerhin auch grün ist. Ich weiß ja nicht, welcher Juwel, aber ich meine, müsste Smaragd sein, ne? So. Ja. Wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Man kann den Umhang jetzt auch noch ein bisschen knalliger. Im wahren Dings ist er knalliger. Der gefällt mir aber so. Die Hose könnte man noch ein bisschen, aber ich lasse das jetzt so in. Das gefällt mir eigentlich, ist auch Käse. Ja, das lassen wir jetzt alles ein bisschen trocknen. Und dann nur noch die Base und dann ist er auch schon fertig. Ja, wie gesagt, jetzt noch die Base-Umrandung mit dem Mechanicum Standard Grey. Und dann ist der Gute auch spielbereit. Freue ich mich drauf, ihn auch einzusetzen, weil das Szenario von ihm habe ich bis jetzt noch echt nie gespielt. Ich bin jetzt mit der Grundbox soweit durch. Und jetzt wird es Zeit für die anderen Helden und Schurken. Ja. Jetzt lassen wir ihn noch kurz trocknen. Dann sehen wir uns noch mal genau an. Und auch noch ein paar Bilder. Ja, der Kleine, so sieht er jetzt aus. Und ich muss sagen, doch, gefällt mir. Das gefällt mir.
Jetzt zeige ich euch noch ein paar Bilder. Dann kommen bestimmt auch die Farben ein bisschen besser zur Geltung. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ja, gerne bis zum nächsten Mal. Avengers sammeln.